Widerstand! So, kann er jetzt Schaden nehmen? Senken wir seinen Magiewiderstand noch weiter? Vielleicht? Ja. Nicht mal ein Meine Waffe muss wohl nicht mal ein Kerz. Meine Waffe hat keine Wirkung. Wie werde ich den los? Steht hier was darin? Das Leben in den Reichen, bla bla bla. Todesblob, Feuertroll, Teilungsschleim. Magiegolem. Sie soll es, dass der Golemform für das Rahmen magische Energie gestellt. AB ist auf welche Immun gegen jede Art von Magie und auch gegen jegliche magischen Waffen. Nur Waffen ohne jegliche Verzauberung können ihn verletzen. Fuck. Seht das als magisches Schwert? Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Keine Wirkung, gib mir ein größeres Schwert. Was hast du noch gehabt? Dann nehmen wir halt das hier. Wenn nichts anderes hilft. Okay, zum Glück war es im Minsterrat. Ein Hoch auf im Minster. Sonst hätte ich echt nicht gewusst, wie ich das Teil hätte töten sollen. Muss ich ehrlich zugeben. Sagt nur. Was ist eigentlich das hier? Dieser seltsame Maschine wird von einer Art magischen Energiefeld umgeben. Sie verfügt über komplizierte Kontrollen in Form verschiedener Knöpfe und vier kleiner Vertiefungen. In jeder Vertiefung befindet sich ein Symbol, eine Flamme, ein Schädel, ein Hammer und ein Blutstropfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr an den Kontrollen herumspielen. Ihr spielt an den Kontrollen herum, die Maschine droht einen Moment lang. Magische Energie flackert rund um die Maschine in der Luft. Da gibt sie ein knirschendes Geräusch von sich. Harry, wo hat sich schon länger eine Frage durch
durch den Kopf gehen lassen, die er euch stellen will. Ich habe noch nie einen Hamster gesehen, der sich so stark konzentriert hat. Er war so ruhig, dass ich schon befürchtet habe, ich hätte mich letzte Nacht im Schlaf auf ihm herumgewälzt. Ich war schon ganz außer mir vor Sorge. Ja, Minz, freu dich auf Bo herum. Wenn Bo mir eine Frage stellen will, Minz, dann sollte er nicht länger zögern. Ja. Aber Bo's Frage ist persönlich. Wenn ich nur daran denke, laufe ich bis zu den Hinterbacken hinunter rot an. Ich verstehe, aber ich denke, Bo soll sie noch fragen, damit es ihn nicht länger belastet. Wir wollen doch nicht, dass der arme Hamster diese Frage unterdrückt und in sich hineinfrisst, oder? Ihr seid sehr klug. Und vorausschauend, wenn der arme kleine Kerl seine Frage noch weiter unterdrückt, kommt es vielleicht sogar noch zu einer Hamster-Explosion. Nun, Bo hat sich also gefragt, warum ihr nicht all euren Pflichten nachkommt, da ihr jetzt doch unsere Hexe seid, was? Meine Pflichten? Ich dachte, ihr hättet die Pflicht, mich zu schützen. Ich wusste nicht, dass ich auch Pflichten haben würde. Warum ist diese Sache eigentlich so persönlich, dass ihr ganz rot werdet? Nun, eine Hexe aus Raschim begleitet einen Waldläufer auf seinem Dashema und bringt ihm dabei Kräuterkunde und ähnliche Dinge bei. Nun, Minsk und Bo würden vielleicht ein wenig von diesem Wissen nötig haben. Nachdem wir in einem Busch herumgetobt sind, den wir inzwischen alle ziemlich dubios einschätzen, haben sich sowohl Bo und ich in Kalimshan Jokreiz den Kalimshan Jokreiz an eher persönlichen Körperstellen zugezogen. Eine Salbe würde von uns beiden mit großer Freude empfangen genommen werden. Ich werde tun, was ich kann, Vince. Vielen Dank, Erwin. Hoffentlich kann Bo seinen kleinen Verstand bald wieder auf den in den Arsch treten, statt auf am Hintern kratzen konzentrieren. Und ich wäre auch sehr erleichtert. Oh, wie niedlich. Also ja, die Rune. Der Stein ist unglaublich heiß, man sollte ihn wohl besser vorsichtig mit ihm umgehen. Die Gravur ist tief in seine Oberfläche geschnitzt und scheint einen Schädel darzustellen. Wofür dieser Schutzstein nützlich ist, wisst ihr nicht. Ich denke mal für die Sphäre unten. Ja, natürlich. Oh Gott, Falle hat zugeschnappt. Wenn es da. Stimmt, Kreatur, und schmiere. Ich werde euch erledigt. Euer Wunsch ist mein. Könnten wir uns mal kurz zurückziehen, weil die Falle scheint ewig zu wehren. Und dann müssen wir mal kurz... Ist das dasselbe Buch? Anhang Illa. Feuertreu. Diese neue Abart der Treue ist angeblich von Hexenmeistern des Feuerriesen erschaffen worden, um als Diener und Wache zu fungieren. Sie gleichen im normalen Feuertreuen verfingen allerdings über eine Haut, die so heiß wie Lava ist. Ihre Berührung versenkt Fleisch. Sobald man sie getötet hat, kann man sie durch Kälte oder Säure permanent vernichten. Ah ja. Ich war aber gerne. Ruft euch zu sich. Naja, da oben liegt, glaube ich. Oh, er ist unverletzt. Dafür hat man mehr Säurefall. Los, spuck es aus. Einverstanden. So, jetzt gucken wir mal, wo hier die Falle ist, die ich ständig auslöse. Da muss sie sein. Ja, da ist sie auch tatsächlich. Diese böse Falle. Ist das auch eine Dauerfalle, die ich entschärfen kann? Oder? Nee, sie ist weg. Okay. Ah, da ist noch eine.
So, das ist jetzt der Hammerschutzstein. Mhm. Gürtel. Gürtel der Feuerriesenstärke. Okay. Ich habe ja Hira Gürtel der Hügelriesenstärke gegeben. Macht 19. Du hast gar keinen und du hast den Gürtel der Steinriesenstärke. Was für einen Gürtel hast du eigentlich? Wucht. Ja, also Minsk, besserer Gürtel. Langsam wird unser Inventar voll. Auf wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Ja, erzählt mir mehr davon. So, ich schätze mal, wenn ich die beiden Schlüsselsteine verwende, mache ich hier die beiden Räume auf und kann die betreten. Ich könnte auch noch weiter hochgehen, aber das will ich im Augenblick nicht. Was ich gerne wollen würde, ist gucken, bei wem Heiltränke fehlen. Zwei Stück fehlen. So, bei Yahira, bei Imoen. Tja, Imoen ist wegen dem Ding etwas überladen. Aber anders geht's halt nicht. Doch würde anders gehen. Die Robe wäre leichter. Aber wir wären dann auch nur auf minus 3. Nee. Dann bleiben wir mal so. Keine große Herausforderung. So. Das hier Wirbels Hammers, über de, das Symbol des Hammers über der goldenen Sphäre beginnt zu verblassen, als sie die Blasen, werfende heiße Oberfläche berührt. Das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ach, sei ruhig, Yahira. Der schwache Summton, der in der Ferne zu hören war, bricht abrupt ab. Also ja, wir haben hier geöffnet. Wir haben aber noch die Schutzsteine. So, wieder ein Schadenspunkt. Das Schädelsymbol über der goldenen Sphäre beginnt zu verblassen. Als die Blasen während der heißen Oberfläche berührt, der schwache Summton, der in der Ferne zu hören war, bricht abrupt ab. Dann machen wir einen Quicksave. Naja, eigentlich sollte ich erstmal noch Talissa ein bisschen heilen. Und Yahira. Ich bin bereit. So. Gut. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick in den Raum da mit Imoen. Ist was los? Verstanden. Wieder ein brennender Mann, okay. Ja. Gut, das heißt, ich werde an dieser Stelle einen Save machen. Ja, da sind wir. Also Spiel speichern, das ist jetzt dann
LP 006. Und dann sehen wir uns gleich wieder.